Wir sind uns vorher nie begegnet, doch ich hab dich so lang vermisst. Auch wenn ich dich zum ersten Mal hier treffe, ich wusste immer, wie du uns siehst. Mit dir will ich die Pferde stillen, die uns im Wege sind. Ich geh mit dir durch dick und dünn, bis ans Ende dieser Welt. Leg deinen Kopf an meine Schulter, es ist schön, ihn da zu spüren. Und wir spielen Bonnie und Clyde. Komm, wir klauen uns ein Auto und ich fahr dich dann rum. Denn wir spielen Bonnie und Clyde. Wir spielen Bonnie und Clyde. Was wir zum Leben brauchen, das werden wir uns schon irgendwie holen. Wir rauben ein paar Banken aus oder einen Geldtransport. Und jeder weiß genau, was er da tut, wenn er uns aufhalten will. Leg deinen Kopf an meine Schulter. Es ist schön, ihn da zu spüren. Denn wir spielen Bonnie und Clyde. Wir spielen Bonnie und Clyde. Oh mein Gott. Wer bist du? Ich bin die Jo Marie, aber ihr könnt mich einfach Jo nennen. Ich bin 23 und ich komme aus Dortmund. Hi Jo. Jo Marie, was machst du eigentlich außerhalb von Musik? Ich studiere Kommunikationswissenschaft. Okay. Und gehe ab und zu mal ins Stadion. Bist du Dortmund-Fan oder was? Sieht man mir das schon an? Sind das die Dortmund-Farben? Nee. Das ist eher Bayern, auch vom Muster. Ich habe schon gedacht, ja gut, also wenn ich schon so ein schwarz-gelbes Herz habe, dann muss ich es nicht noch nach außen tragen. Yeah. Und das könnte ja auch Kaiserslautern sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, Marc und ich, wir haben uns ziemlich zeitgleich gedreht. Yeah. Bei mir war das so, ich habe die ganze Zeit auf so was Kleines, Dreckiges gewartet. Okay. Ich habe das gehört und direkt gedrückt. Vielleicht war das bei dir genau dasselbe. Same, ja. Genau. So, und da kam dieses kleine, dreckige, was ich viel gerne, wenn du in mein Team kommen würdest, gerne viel mehr fördern würde aus deiner Stimme. Was eine Ansage, wa? Ich habe auch überlegt, ob ich drücken soll oder nicht, weil es hatte mir am Anfang ein bisschen zu viel Theatralik. Und was Siggi irgendwie so kleines, dreckiges Ding nennt, ist für mich irgendwie so vielleicht ein bisschen Realness. Irgendwie. Du hast dich auf einmal selber da drin verloren, hatte ich das Gefühl. Ne? Du warst in der Geschichte. Und das hat ein bisschen gedauert, bis du drin warst. Und ich würde daran mit dir arbeiten. Okay. Also ich fand es am Anfang zu schön. Und dann auf einmal hat man wirklich dich gehört. Du bist aus Ich kann singen in Das bin ich irgendwie so gewechselt. Und ich liebe, wie du strahlst. Du strahlst so schön. Danke. Ich bin auch sehr, sehr happy. Sehr oh mein Gott. Oh wow. Schwere Entscheidung. Verdammt. Sag mal, stimmt es nicht, dass Dortmund singt in der Kurve? Und wenn wir... Borussia, Borussia. Stehen wir hier und singen Borussia. Ist das nicht eine Melodie von Supergirl? Ja, schon. Das stimmt. Ist das nicht Wahnsinn? Aber hey, hey, lass das dich nicht beeinflussen. Ja. Also, ganz wichtig, hör auf dein Herz und die tausende BVB-Fans. Hör auf dein Herz. Ich hör auf mein Herz. ich gehe mit
Es gibt nichts, was mich hält. Oh, wow.